Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man einen Stetigkeitsbeweis mit der sogenannten Epsilon-Beweismethode macht. Und wir schauen uns das einfach an einem Beispiel an. Wir haben jetzt die Folge an gegeben, sodass jedes Folgenglied an definiert ist durch 1 minus 2n durch 5 plus 3n. Das erste, was wir machen müssen, ist herausfinden, was dabei der Grenzwert ist. Dazu können wir uns einfach anschauen, was ist die höchste Potenz von unserem n. Das ist oben und unten 1. Und wir haben die Vorfaktoren 2 und 3, beziehungsweise hier steht noch ein Minus und hier ein Plus. Das heißt, Minus und ein Plus ergibt insgesamt Minus. Das heißt, der Grenzwert ist minus 2 Drittel. Wenn jetzt auch unten ein Minus gestanden hätte, wären das plus 2 Drittel. Genau, wenn jetzt oben die Potenz vom n höher wäre als unten, würde das gegen unendlich divergieren. Und wenn unten die Potenz von dem n größer ist als oben, dann würde das gegen 0 konvergieren. So könnt ihr das bei Brüchen ganz einfach herausfinden. Genau, jetzt haben wir also den Grenzwert minus 2 Drittel. Und bei der Epsilon-Methode machen wir das so, dass wir erst unser Folgenglied nehmen, das einfach abschreiben in so Betragsstriche und dann den Grenzwert davon abziehen. Also minus minus 2 Drittel. Dann Betragsstriche zu. Und was wir letztendlich zeigen wollen, ist, dass das Ganze echt kleiner als eine beliebige Zahl Epsilon ist. So, das heißt, das können wir nicht direkt hinschreiben. Das ist nur das, was wir haben wollen. Und wir formen das jetzt so lange um, bis wir das entsprechend sehen. So, das heißt, wir versuchen erstmal immer innerhalb der Betragsstriche zu rechnen und alles möglichst auf einen Bruch zu bekommen. Das heißt, hier den haben wir im Nenner 5 plus 3n. Rechts haben wir 3. Das heißt, wir erweitern am besten den vorderen Bruch mit 3 und den hinteren mit 5 plus 3n. So, das heißt, hier haben wir 3 mal 1 minus 2n geteilt durch 3 mal 5 plus 3n. Minus und Minus können wir direkt zu Plus umwandeln. Dann müssen wir das nicht mehr mitschleppen. Und hier haben wir entsprechend 2 mal 5 plus 3n durch 3 mal 5 plus 3n. So, jetzt haben wir bei beiden Brüchen den gleichen Nenner. Das heißt, wir können das auf einen Bruch ziehen. Haben also 3 mal 1 minus 2n plus 2 mal 5 plus 3n geteilt durch 3 mal 5 plus 3n. Jetzt vereinfachen wir das, lösen also erst die Klammern auf. 3 mal 1 sind 3 minus 6n plus 2 mal 5 sind 10 plus 6n geteilt durch 15 plus 9n. So, hier haben wir minus 6n, da haben wir plus 6n. Das wird zu 0, also steht oben nur noch 3 plus 10 sind 13, geteilt durch 15 plus 9n. So, das ist immer positiv, weil n nur natürliche Zahlen hat, nirgendwo steht sonst ein Minus. Alle Zahlen sind nicht negativ, insbesondere sogar positiv. Das heißt, wir können hier den Betrag weglassen. Und jetzt sehen wir, hier steckt ein n drin, oben im Zähler nicht. Also, wenn wir n gegen unendlich laufen lassen, geht das hier gegen 0. Und dementsprechend ist das schon kleiner gleich Epsilon. Und an der Stelle sind wir dann fertig. Das heißt, man macht das Ganze immer so lange, bis im Zähler beispielsweise jetzt nichts mehr steht, was ein n hat, wie die Betragsstriche losgeworden sind und
unten aber trotzdem noch dieses n drin haben. Dann geht der gesamte Bruch für n gegen unendlich gegen 0 und dann können wir kleiner epsilon hinschreiben. Das heißt, wir sind an dieser Stelle fertig und haben gezeigt, dass minus 2 Drittel der Grenzwert ist. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns erst überlegt, was ist der Grenzwert? Und dann haben wir das in Betragsstriche gesteckt. Formelglied minus Grenzwert. Und dann so lange umgeformt, bis wir die Betragsstriche losgeworden sind. Unten noch ein n drin steht, oben nicht. Und wir da schon gesehen haben, dass das Ganze gegen 0 geht.